Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot. Heute das Roll and Ride zu Copenhagen. Achso, nee. Das haben wir schon. Ja, hatten wir schon. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an unseren Quickshot zu Copenhagen. Und heute stellen wir euch den kleinen, kleinen Bruder vor. Bruder, ja. Oder Cousin oder wie auch immer. Ja, vierten Grades. Wir gehen jetzt erstmal in die Regeln und dann sehen wir uns zu unserem schnellen Fazit wieder. Nun erklären wir euch hier das Spiel. Ihr seht, jeder bekommt ein Spielfeld. Der Startspieler markiert hier oben das Kreuz. Und dann geht es natürlich darum, wie in dem typischen Kopenhagen, hier drüben die Fensterchen einzumalen und die meisten Punkte zu bekommen. Wer die 12 erreicht, oder es kann auch mehrere passieren, dann endet das Spiel und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Welche Blöcke man eintragen kann, also die Formen, seht ihr hier. Das hier sind die ganzen Blöcke und die dürft ihr unendlich viel eintragen. Diese hier dürft ihr jeweils nur einmal eintragen und die werden dann durchgestrichen. Punkte bekommt man, indem man Reihen oder Spalten voll bekommt. Besteht alles aus Fenstern, sind es 2 Punkte, ist ein X dabei, 1 Punkt. Dann gibt es 2 Punkte, wenn auch in der Spalte ein X dabei ist und 4 Punkte für eine ganze Reihe mit Fenstern. Wie funktioniert das Ganze jetzt aber? Wenn ihr dran seid, dürft ihr würfeln. Dann könnt ihr euch für eine Würfelfarbe entscheiden. Es gibt natürlich die Farben Rot, Blau, Lila, Grün und Gelb und eine Jokerfarbe. Das heißt, ich könnte jetzt quasi hier zum Beispiel 3 Grüne wegnehmen. Und das würde bedeuten, ich könnte jetzt eine Form von 3 Grünen bauen. Das wäre zum Beispiel diese hier. Dann male ich sie mir hier ein. Kreis, Kreis. Aber ich muss immer mindestens ein X reinbauen. Das heißt, ich hätte jetzt diese Form hier quasi gebaut. So, die anderen Spieler können dann sich entscheiden, ob sie eine der Farben ebenso ankreuzen wollen. Hier gibt es nämlich diese Leisten mit Sonderfähigkeiten. Am Anfang habt ihr nämlich hier schon 2 Xe drin und ihr seht hier diese Sterne. Ein Stern bedeutet, ihr könnt diese Fähigkeit, die diese Farbe hat, ausführen. Dieser Stern, ich könnte jetzt hier beliebig neu würfeln. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch sagen können, ich würfle jetzt einfach nochmal neu. Okay, dann müsste ich mir das hier wegstreichen und könnte es nochmal ausprobieren. Hat nicht funktioniert, dann würde ich das hier noch wegstreichen. Weitere habe ich aktuell nicht. Andere Spieler wiederum können zum Beispiel dann, wenn ich jetzt diese Grünen verbaut habe, Rot oder Lila ankreuzen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel hier in dieser Leiste weiterkommen wollen, dann könnten sie hier ein rotes Kreuz machen. Ihr seht vielleicht, hier gibt es auch Plus. Das bedeutet, wenn ihr diese Farbe mit einem Plus habt, könnt ihr auch Würfelzahlen erhöhen. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier diesen Wurf, dann könnte ich dieses Feld hier benutzen, einen roten Würfel simulieren, ja, dann würde ich das hier durchstreichen, hätte dann sozusagen eine Größe von 4, könnte mir diese Figur nehmen, streiche die ab, weil die ist ja dann weg und könnte sie dann hier eintragen. Wichtig ist, ihr müsst auf jeden Fall nach wie vor ein X eintragen, aber dieser Stein muss auch hier angrenzen. Ich darf ihn nicht jetzt hier in der Luft malen. Ich könnte ihn zum Beispiel einen nächsten, einen vierten auch hier reinmalen. Ja, das würde auch gehen. Ja, aber es darf nicht irgendwo in der Luft hängen. Diese Fähigkeit bedeutet, dass ich zum Beispiel kein X reinmalen muss. Ja, hätte ich jetzt irgendwie hier diese Kreuze, könnte ich diesen Stern einsetzen und dürfte dann hier 4 Ringe reinmalen. Das hier bedeutet, ich könnte jetzt, wenn das jetzt so wäre, dieses Kreuz wegstreichen und könnte ein zusätzliches Fensterchen mit einem X reinmalen. Dieses hier bedeutet, ich könnte eine beliebige Farbe in eine andere umwandeln. Hätte ich jetzt diesen Würfelwurf, könnte ich diesen grünen als einen roten Würfel zählen und somit wieder einen Vierer wegstreichen. Das letzte Feld bedeutet, dass ich ein bereits durchgestrichenes Blockteilchen nochmal verwenden darf. So, hat es jemand geschafft, die Reihe komplett voll zu machen, bekommt er 2 Siegpunkte und darf sie sich hier oben anstreichen. Wir können hier nochmal eine Wertung auslösen, das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel diese 2 Grüne nehmen, dann könnte ich hier das hier benutzen und könnte es jetzt hier einmalen.
Ich darf auch beliebig viele Aktionen, die ich halt besitze, auslösen. Ich könnte jetzt quasi hier die Reihe vollenden und hätte jetzt hier eine Wertung ausgelöst. Da aber ein X drin ist, würde ich jetzt einen Punkt bekommen und könnte das hier durchstreichen. Wichtig ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel wieder eine Reihe vollenden würde, dann hätte ich das Wappen übermalt, ja, oder ich hätte hier ein Wappen ausgelöst. Das können wir hier insgesamt 6-mal machen, wenn die Reihe voll ist und das. Wenn ich ein Wappen ausgelöst habe, darf ich 2 Dinge machen. Entweder einen Kreis irgendwo reinmalen, zum Beispiel hier, das würde dann quasi nochmal eine Wertung auslösen, oder ich darf 2 Kreuze in einer Farbreihe eintragen. Und wie gesagt, ist die 12 erreicht, das kann natürlich auch durch die anderen passieren, wenn sie diese Farbe noch nehmen, dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, the question is, what is the question, groß oder klein, dick oder dünn, und Blättchen-Legespiel oder Blättchen-Roll-and-Malspiel? Das ist so die große Preisfrage. Fällt mir persönlich schwer, jetzt meinen Favoriten zu finden, wobei ich finde, dass das Roll-and-Ride fast ein Müh strategischer ist als das eigentliche Copenhagen. Ja, allerdings habe ich so das Gefühl, dass man irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie jetzt ein Roll-and-Ride machen musste, nur weil die halt jetzt so in sind. Und so fühlt es sich ein bisschen an. Also es ist, ich finde es eigentlich auch gut, aber ich finde, das hier ist so das Original und das ist halt so eine Abkupferung oder wie man es nennen soll davon. Das war Roll-and-Writer-Room. Ja, genau. Und das stößt so ein bisschen auf, weil man halt versucht hat, irgendwie das, was man hier so schön mit diesem Blättchenlege-Mechanismus macht, auf dieses Roll-and-Write zu übertragen. Und genau dieses Element fehlt mir ein bisschen. Genau, also so beim originären Copenhagen hat man die Möglichkeit, mit den Karten zu taktieren, während man hier den extremen Glücksfaktor Würfelwurf hat, aber gleichzeitig wieder diese strategische Komponente, dass man mehr Effekte verketten kann und gut nutzen kann, während halt das Ursprungs-Copenhagen diese Effekte so in der Möglichkeit nicht unterstützt. Genau, aber ich muss sagen, sie haben es nicht schlecht gemacht. Sie haben schon irgendwie das Feeling von dem hier reingebracht. Aber ich muss sagen, ja, hier vielleicht taktisch anders. Mhm. Vielleicht tatsächlich ein bisschen taktischer, aber auch zufälliger am Schluss. Weißt du, genau. Mit diesem... Ja, man kann so ein bisschen drauf hinarbeiten, viele Punkte kurz vor knapp zu haben. Ja. Um dann im finalen Wurf dann plötzlich irgendwo jenseits der Punkteskala zu sein. Das ist bei uns mehr als nur einmal vorgekommen. Das fühlt sich dann manchmal ein bisschen abstrus an, obwohl es mehrere Spieler tatsächlich geschafft haben, die Punkteskala zu sprengen. Ich finde es an sich ein cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich ein bisschen unentschlossen bin, welches ich jetzt den Vorzug geben soll. Und hier kann es halt sein, dass eher jemand wegrennt. Hier ist man doch relativ en par, sag ich mal. Und klar, da haben wir ja schon mal davon gehabt, dass diese rote Karte plötzlich das Spiel beenden kann. Meine Güte, ja, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen stimmiger. Um Gwen noch reinzuwerfen in den Pot, sie fand das gar nicht gut. Also ihr hat das Roll-and-Ride gar nicht gefallen. Sie findet immer noch das hier schöner. Und ich muss sagen, ich mag beide, aber das hier finde ich aufgrund der Tiles und oder dieses Kartending einen Tick besser. Letztendlich kann man einfach so festhalten, wer was Kleines braucht und wem dieses Blättchen-Lege-Feeling gefällt, aber man hat einfach nicht den Platz dafür, es mitzunehmen und man liebt vielleicht Roll-and-Ride-Spiele, dann ist das gar nicht verkehrt. Dann ist man beim Roll-and-Ride von Copenhagen recht gut aufgehoben. Wenn ihr den Platz im Regal habt, wenn ihr den Platz für unterwegs habt, dann könnt ihr natürlich auch gut zum großen Copenhagen greifen. Und ich glaube, da sind wir uns in dem Punkt ziemlich einig. Auf jeden Fall. Ein solides Roll-and-Ride mit Stärken und Schwächen. Und genau. Bei uns kommt es ja immer mal wieder zwischendurch auf den Tisch. Und das Papier ist overproduced. Ja, das ist aber ja tatsächlich. Super Laserdruck auf 100 mm Glanzpapier oder so. Ne? Ja. Also es ist fast so schade, das abzukreuzen, weil das so hochwertig ist. Ja. Ne? Also das ist wow. Ja. Das war's zum kleinen Bruder von Copenhagen, zum Roll-and-Ride. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Quick schon wieder. Ab nach Brüssel. Nehmen wir mal. Was. Welche Stadt? Stockholm? Ja, vielleicht. München? Whatever. Irgendwann. Macht's gut. Und bye, tschüss. Bye.